Nächster Punkt, the new way of marketing. Und was wir eigentlich unter dem new way of marketing verstehen, ist eigentlich tatsächlich sehr stark das, was Jan vorhin auch erzählt hat, einfach mit guten Intentionen reinzugehen. Und das sehen wir, glaube ich, ist einfach der größte neue Marketing-Hack, den es gibt. Ich weiß nicht, ob ihr die ganzen Werbeanzeigen irgendwie kennt, wo die ganze Zeit das Blaue vom Himmel versprochen wird. Ich glaube, ganz ehrlich, das ist nicht mehr das, was die nächsten Jahre funktionieren wird. Und ich glaube, alleine wenn man das schon richtig macht, wenn man die richtige Intention hat, seinen Kunden etwas Gutes meint, dann schreibt man direkt schon bessere Werbeanzeigen. Ohne Copywriting-Kurse, ohne Marketing-Erfahrung, einfach indem, dass man 100% authentisch ist. Und hier ein ganz kurzes Beispiel dazu. Ich war letztens mit meinem Kumpel Ole, waren wir Prenzlberg in Berlin Sushi essen. Und dann kam irgendwie so der Koch raus. Und er meinte irgendwie so, ja, hey, ich habe heute frischen Fisch aus Norwegen bekommen, ich mache euch ein richtig schönes Sushi-Menü. Und eigentlich wollten wir nur nach dem Essen kurz was, oder nach dem Arbeiten kurz was essen gehen. Und wir meinten dann irgendwie einfach zu ihm, hey, das klingt alles so logisch, du hast so eine Passion mit dem, was du tust. Wir nehmen das einfach, der Abend hat uns dann 400 Euro gekostet. Und es war uns aber egal, weil diese Person einfach so eine richtige Intention hatte. Oder ihr kennt das, wenn ihr irgendwo reingeht, ihr wollt einen Anzug oder ein Kleid machen lassen und die Person ist einfach so passioniert darüber, euch zu helfen, nur das Beste zu meinen, dann ist das Geld nicht mehr so wichtig. Ihr habt nicht das Gefühl, dass euch was verkauft wird. Und das ist aus unserer Sicht der New Way of Marketing. Und 2016 habe ich die erste Werbeanzeige für uns geschalten. Und damals war ich überhaupt noch nicht so verkopft, welche Online-Marketing-Strategie kann man in so ein Video reinbacken oder sowas, sondern einfach Freestyle, es war nicht ganz Freestyle, haben wir so ein Video gemacht, das kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Ich versuche jetzt mal ganz kurz dieses Audio da rein zu pluggen. Ich hoffe nicht, dass dann wieder alles zerknallt hier. Nur ganz kurz so ein paar Sekunden davon. Aber das ist zumindest die Definition davon. Das ist nicht so ein Video, wo jemand sagt so, hey, stopp, warte mal, ich muss dir noch eines sagen oder irgendwie sowas, sondern einfach eine Story, die erzählt wird. Und das ist das aus meiner Sicht, was einfach super gut funktioniert. Hi, ich bin Michael, Gründer von Perspective Digital. Wir helfen Unternehmen, online mehr Neukunden zu generieren. Einer unserer ersten Kunden war ein Schuhhersteller. Unsere Aufgabe war es, online mehr Schuhe zu verkaufen. Was wir dafür gemacht haben ist, wir haben Facebook-Traffic auf die Webseite geschickt und auf dieser Webseite versucht, den Schuh zu verkaufen. Aber kein Mensch wollte diese Schuhe kaufen. Daraufhin haben wir festgestellt, dass das, was wir versucht haben, so ist, als hätte man sein erstes Date und würde direkt einen Heiratsantrag stellen. Genau. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Und dieses Video hier ist jetzt vielleicht nicht im E-Commerce-Bereich so spannend für euch. Aber hat uns auf jeden Fall 1000 Geschäftsführer-Leads generiert für je 15 Euro und insgesamt haben wir 15.000 Euro in Werbung investiert und über 1 Million Euro Umsatz alleine nur mit diesem einen Funnel gebaut. Das heißt, es ist der New Way of Marketing vorne in der Facebook-Anzeige, dahinter kam einfach der Termin-Funnel, vereinbare jetzt ein unverbindliches Strategiegespräch und damit haben wir schlussendlich unsere Agentur damals auch skaliert. Und das ist sozusagen the new way of marketing, wie wir es sehen. Oder zum Beispiel letztens kam Dr. Franz an, ganz witzig, muss ich auch noch ganz kurz zeigen. Muss einmal stehen bleiben. Und zwar Dr. Franz meinte dann so, ja Michael, du hast ja da so ein Video, da läufst du irgendwie durchs Office durch, du hast ja ein schönes Office, ich habe gar kein schönes Office. Und dann ist das alles so high quality produziert. Und dann meinte ich, hey Franz, das ist ein Tierarzt, Dr. Franz, mach einfach mal ein richtiges, authentisches Video, dass deine Kunden spüren, dass du es ihnen einfach gut meinst. Und dann hat er sich in den Park gestellt, die Kamera irgendwie schwenkt die ganze Zeit und Vögel zwitschern, der Wind zieht irgendwie durch. Das ist das unprofessionellste Video, was ich jemals gesehen habe. Und das hat ist so outperformed, irgendwie so 408 Mal gedialt. Weil man sieht es hier, glaube ich gleich nochmals. So, genau, einfach 408 Mal gedialt worden und jetzt erzähle ich hier einfach. Beginnt erstmal nicht zu sprechen. Weißt du, was die eine Sache ist, die ich von Hundehaltern immer wieder höre, ist dieser Satz, du sprichst mir aus der Seele. Du bist der erste Tierarzt, der das ausspricht. Und jetzt geht's 14 Minuten so weiter. Lange, aber es funktioniert, er meint es denen wirklich gut und er ist einfach authentisch in dem, was er macht. Und was sind jetzt eigentlich die Bestandteile von The New Way of Marketing? Es ist einfach die richtige Intention. Ich glaube, wenn jeder von uns hier einfach mal reinspürt, mit dem, was man einfach macht, was ist das, was uns eigentlich so begeistert an dem, was wir tun? Und alleine, wenn wir das schon tun, ja, dann,
dann sind wir schon mal auf dem richtigen Weg. 100% authentisch zu sein, null Fake mit reinzubringen, das zu machen, was zu dir passt. Zum Beispiel, das ist auch so ein Thema, da kommen wir gleich noch dazu. Die ganze Zeit sieht man so viele Strategien, dieses eine Video, wo ich durchs Office laufe, haben so viele Leute versucht nachzumachen, aber es passt nicht zu denen. Man muss einfach mehr noch auf seine eigene Intuition hören, was ist mein Style? Wenn ich ein introvertierter Mensch bin, mag ich vielleicht gar nicht durch so ein Office durchlaufen, sondern will vielleicht einfach ein bisschen sachlicher sprechen. Immer Mehrwert geben mit dem, was man tut und den Kunden zu verstehen. Das ist auch etwas, wo ich glaube ich Lieder darüber singen könnte, über den Kunden verstehen, weil niemand hat eigentlich Lust, den Kunden zu verstehen, im Sinne von wirklich mal eine Analyse zu machen. Aber wenn man die Sprache vom Kunden spricht, dann ist das wirklich ein krasser Hebel. Genau.